dann liegen wir weltweit auf Platz 18. Selbst europaweit liegen wir nur auf Platz 12. Norwegen, Luxemburg, Niederlande, das sind alles Länder, die weit vor uns liegen. Wieso sagen Sie immer, das Land sei so reich? Das stimmt doch letzten Endes gar nicht. Wenn die Kommunen sagen, sie kommen mit dem Geld nicht mehr klar, sie wissen nicht vorne und hinten und es geht gar nicht nur um das Geld. Wir haben offenbar auch keine Unterbringungsmöglichkeiten mehr für all diese Menschen. Also ich bestreite ja gar nicht, dass die Kommunen zu wenig Geld haben, aber schauen Sie sich doch bitte die Zahlen an. Also es kann doch keiner ernsthaft bestreiten, dass wir in einer der reichsten Volkswirtschaften der Welt leben. Die Reichen werden immer reicher. Schauen Sie sich die Übergewinne an, die alleine gemacht wurden von Energiekonzernen, von Lebensmittelkonzernen. Das stimmt doch nicht, was Sie da sagen. Die Gewinne, die dort gemacht wurden und die nicht abgeschöpft wurden. Und wir haben in Deutschland eine steigende Zahl an Milliardären. Wir haben eine steigende Zahl von Einkommen. Möchten Sie mich beantworten lassen oder möchten Sie... Sie behaupten Dinge, die einfach so nicht stimmen. Das muss man doch dann aber auch klar sehen. Sie kommen jetzt auf Konzerne zu sprechen. Natürlich stimmt das. Ich gebe Ihnen mal ein konkretes Beispiel. In Hessen besitzen zwei Familien so viel Geld, wie die gesamte Staatsverschuldung des Landes Hessen beträgt. Wir haben mittlerweile eine dreistellige Zahl von Milliardären in diesem Land. Und schauen Sie sich mal an, wer die reichsten Männer in diesem Land sind. Das sind die Besitzer von Lebensmitteln, von Einzelhandelskonzernen. Und diese Gewinne steigen immer weiter. Also offenbar, die Familie, die Sie da in Hessen ansprechen, wahrscheinlich die Familie Quandt, die BMW-Besitzer, deren in Firmenzentrale dann noch in Bad Homburg liegt. Aber solche Leute, die können auch weggehen. Wir haben das an der Familie Porsche und Piëch gesehen. Die wohnen heute in Österreich. Andere gehen in die Schweiz. Es dürfte sehr schwierig sein, diese Umverteilung, sagen Sie, führen Sie das Interview mit sich, also möchten Sie mit mir ein Interview führen oder möchten Sie... Also ja, Sie haben mich gerade ja etwas gefragt und soll ich meine Antworten weiterführen oder sollen wir das Interview an der Stelle beenden? Sie sprechen von zwei reichen Familien. Wir brauchen eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Wir wollen eine Übergewinnsteuer. Wir haben eine Studie vorgelegt, wie man 100 Milliarden Euro zusätzlich über eine vernünftige Übergewinnsteuer hinkriegen könnte. Vermögenssteuer gibt es aber in Deutschland nicht. Aber die Leute gehen doch dann natürlich weg. Wachsen die Vermögen in Deutschland. Also außer Ihnen kenne ich auch niemanden, der das bestreitet. Ich habe nicht bestritten, dass die Vermögen wachsen. Ich habe nur bestritten, dass die Leute, die Sie da dann eben abschöpfen wollen... Ja, da sind wollen, wir uns doch einig. Wenn die Vermögen dann, wachsen, dann heißt das ja, dass die in Deutschland das bleiben. Das können Sie dann abhaken. Die gehen dann einfach weg, so wie es in der Vergangenheit war. Und da habe ich jetzt die Familie Porsche und Piëch angeführt. Die sitzen längst in Österreich und andere gehen dann in die Schweiz. Und das werden Sie so, wenn Sie diese Vermögensteuer einführen, das weiß im Prinzip jeder. Diese Milliardäre werden Sie kaum bekommen. Das heißt, wenn Sie mit einer Vermögensteuer kommen oder mit einer Erbschaftssteuer, ja, das ist wahrscheinlich eher der Mittelstand, den Sie dann da abschöpfen. Und damit Ihre eigene, letzten Endes, Ihre eigene Wählerschaft. Es gibt natürlich in sehr vielen Ländern dieser Welt eine vernünftigere Besteuerung von Vermögen, als es das in Deutschland gibt. In Deutschland haben wir die Situation, dass nur 3% des gesamten Steueranteils, also des gesamten Steueraufkommens aus Vermögen stammt. Das ist in anderen Ländern deutlich höher. Und selbstverständlich ist es möglich, Vermögen stärker zu besteuern. Und ich sage mal so, also durch die Vermögensteuer, wie wir sie vorschlagen, ja, ist es ja nicht so, dass dadurch, bei 1% Besteuerung pro Jahr, also das würde natürlich etwas abschöpfen. Und dieses Geld brauchen wir doch dringend für die Schulen, um die zu sanieren. Wir brauchen sie für bezahlbaren Wohnraum. Wir brauchen das, um das Pflegepersonal vernünftig zu bezahlen und die Krankenhäuser zu sanieren. Und wer sagt, wir wollen Reiche nicht stärker besteuern und wir wollen die Konzerngewinne nicht besteuern, der muss ja eine Antwort darauf geben, wie man das sonst bezahlen soll. Und wir brauchen Investitionen in den Klimaschutz, in die Verkehrswende, in die Gesundheit, in die Krankenhäuser. Also von daher muss man ja dann die Frage stellen, wer es sonst bezahlen kann. Ja, aber wir sind jetzt schon ein Land, in dem wir Hochschulsteuersätze haben. Das ist so nicht richtig, was Sie sagen. Der höchste Anteil am Steueraufkommen haben die Umsatzsteuern, das heißt also zum Beispiel die Mehrwertsteuer. Das sind eben gerade die unsozialen Steuern, die es gibt. Auch bei der Einkommenssteuer liegen wir sehr, weil die Unternehmensbesteuerung und die Vermögensbesteuerung angeht. Dann haben wir da eine völlig andere Situation. Und deswegen bei der Einkommenssteuer liegen wir schon sehr weit oben. Die sehr, sehr viel Geld haben und die sehr hohe Einkommen haben, müssen natürlich
natürlich vernünftig an der Finanzierung auch öffentlicher Aufgaben beteiligt werden. Dafür setzen wir uns ein. Sie sagen selber, die Vermögen in diesem Land wachsen. Warum wachsen die? Nicht, weil Milliardäre dafür irgendwie arbeiten, sondern weil das die Werktätigen sind, die diese Gewinne eben auch tagtäglich erwirtschaften. Ich habe nicht gesagt, dass die Vermögen gewachsen sind. Richtig, momentan sinken sie auch wieder. Und in Deutschland, das hatte ich eben auch gesagt, Deutschland liegt europaweit auf Platz 12 und im internationalen Vergleich weltweit sogar auf Platz 18. Frau Wissler, vielen Dank erstmal für dieses Gespräch. Dankeschön.